Ein herzliches Willkommen zurück in Radiant City. Wir haben in den letzten Parts ja an unserer Straße hier rumgewerkelt. Ich würde da gerne noch ein kleines bisschen weitermachen, bevor wir dann mit dem Baumarkt beginnen. Und zwar fehlt uns hier noch die Fahrbahnmarkierung, ne? Ich will das mal hier ein bisschen geschickter nebeneinander packen. Dann ist es so ein bisschen einfacher, wenn man sich da nicht permanent verbaut. Das gibt's doch nicht. So. Und so. Jetzt geht's. Und das. So. Schwarz haben wir noch, weiß haben wir nicht mehr so viel. So, ja, das kleine Stück machen wir noch. Ist egal, besorgen wir uns sonst neue weiße Wolle. Und zack. So, okay, das Stück haben wir. Dann, haben wir hier die Seite, wo noch der Dings gemacht werden muss. Na, der Gehsteig. Das können wir hier wegmachen. Ah, es wird schon wieder Nacht jetzt, ne? Habe ich Erde dabei? Ja, ich habe Erde dabei. Den kann man nämlich hier auffüllen, denn dieses Stück hier braucht man nämlich nicht, beziehungsweise kann man das eigentlich auch erstmal lassen. Man muss hier nicht alle Löcher stopfen. Hier kommt sowieso demnächst ein großes Gebäude drüber. Und dann ist es ganz nett, wenn man das Stückchen Boden vielleicht nicht ausbuddeln muss. Sagen, lassen wir das nämlich einfach offen und stopfen dann jetzt nicht noch Erde rein. So. Ja, dann gehen wir zurück. Wir müssen jetzt dann echt flitzen wieder in die... Wir müssen gar nicht flitzen, wir haben ja das Bett dabei. Fällt mir gerade ein, wir haben ja einen Feldbett dabei. Da können wir doch hier draußen auf der Straße schlafen. Kann ich schon schlafen? Ja. So, das hat doch gut geklappt. Und dann... Hier, ich weiß gar nicht. Können wir da überhaupt irgendwas von lassen? Ich glaube nicht, ne? Das geht bis hier. Ne, es muss noch tatsächlich alles weg. Ach, wie blöd. Gut, dann gucken wir jetzt aber gleich, wie wir hier weitermachen müssen. Jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 lassen wir auf jeden Fall frei, denke ich. So, dann haben wir hier... Ginge das bis hierher? 5. Passt das denn hier alles so? 1, 2, 3, 4, 5. Das passt da natürlich nicht, ne? Moment. Wir buddeln das einfach aus und hier wäre dann 6, ja. Also hier wäre 6. Das passt dann nicht, das ist doof. Da müssen wir einfach eins weitergehen. Dann passt die ganze Chose wieder. Haben wir hier 2 und da 1. Und 2, 3. Hier, mal gucken hier. Dass das dann auch wirklich passt. Super. Ja, okay. Dann haben wir doch hier die Ecke schon mal drinne. Können wir hier den Bürgersteig weitermachen? Jetzt habe ich eins zu viel gemacht. Sollte ja dann bis hier.
Ja, und hier stellen wir halt einfach Bäume hin. Dann machen wir so ein bisschen Begrünung und Straßenlaternen und sowas kommen eben dann da an die Stellen, wo eben, ja, keine Straße hin und kein Gebäude hinpasst. So wie halt überall auch. So. Da haben wir die Straße auch noch nicht ganz fertig, die da ist. Das kommt, die macht jetzt hier ja auch einen Knick. Ist ja quasi die Straße, die läuft von hier, zack, zack. Und dann hier rum. So. Und hier ist dann der Bürgersteig, genau. Ja. Und das war dann eigentlich auch schon ziemlich das ganze Hexenwerk hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3. So. 2, 3, 4, 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Hier kommt da die Mitte hin. Okay. Nee, gar nicht wahr. Hier nicht. Eins weiter. Dahin. Sonst passt das nicht. So. Hier ist dann der Mittelstreifen. Und der sollte dann eigentlich mit dem da vorne übereinstimmen, wenn alles richtig gelaufen ist. Und das tut er. Supi. Okay. Das hat ja gut geklappt. So, jetzt müssen wir hier dann auch nochmal abmessen. 2, 3, 4, 5. Also bis hierher. Und dann geht hier dann der Bürgersteig rum. Bisschen schwarzes Zeug haben wir noch. Wow, hier kann ich jetzt echt was lassen. Ein paar Teile. So, dann da das Stück noch. Na, nicht mal bauen. So, jetzt war der Bildschirm kurz schwarz. Ich hoffe, dass das mal wieder nur mein Monitor war und ihr davon nichts mitgekriegt habt. Ich habe nämlich keine Ahnung, warum mir permanent der Bildschirm schwarz wird die letzte Zeit. Hm, keine Ahnung. Ich glaube, mein Monitor hat einen Wackelkontakt. Das kommt nämlich alle Jubeljahre nun mal vor, dass das sehr schwarz wird. So. Okay. Ja, dann haben wir doch eigentlich die Straße hier fertig geplant. Und ich würde dann eigentlich jetzt gleich ganz gerne mit dem Baumarkt beginnen. Wir machen jetzt hier noch eben die paar Stufen, die wir noch so in der Tasche dabei haben. Hier hin. Und machen dann einfach nebenher so ein bisschen Straße weiter. Wir haben jetzt ein paar Parts nur Straßen gemacht. Das ist natürlich ja auch... ja, sehr interessant. Aber es muss ja auch sein. Es muss ja gemacht werden, ne? Am Ende soll es ja alles passen. Zusammenpassen. So, okay. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir doch das jetzt einfach mal hier. Wir essen was.
Lehm haben wir dabei, aber ich habe keine Knochen. Ich brauche Knochenmehl, um die weiß zu machen. Knochenmehl haben wir im Lager, denke ich. Gucken wir mal. Ja, unten drin auf jeden Fall in unserer EP-Farm. Aber ich glaube, ich habe auch hier im Haus noch Knochen. Gucken wir zuerst. Denn ich will ja aufräumen. Ich will ja alles aufräumen und verbrauchen, was hier so rumfliegt. Knochenmehl. Jawohl. Erde packe ich jetzt erstmal hier rein. Noch mehr Knochen? Nein. Ah, da habe ich... Mauern, das ist gut. Da habe ich einen Knochen. Und hier habe ich Knochen. Damit komme ich natürlich nicht so weit, ne? Wie war das mit Lehm? War das so wie Glas? War das da schon so? Ja, okay. Gut, dann schaffe ich ja doch ein bisschen was an... an Lehm. Zu färben mit... Ach, ist schon vorbei. Ach, verdammt. War ja doch nicht so viel. Gut, okay, dann müssen wir doch nochmal ins Lager flitzen und schauen, dass wir da auf jeden Fall noch ein paar Knochen irgendwo herzaubern. Nein. Ja. Ja. Oder Knochenmehl? Nein, das waren Fäden. Da habe ich mich verguckt. Okay, so, das. Und haben wir hier noch jetzt unser, ach so, Lehm haben wir, glaube ich, in den Öfen. Ja. Nochmal mitnehmen kann ich gar nicht. So. Okay. Mauer. Das auspacken und schauen wir hier jetzt nochmal, dass wir da noch ein bisschen Knochenmehl oder Knochen haben. Haben wir doch bestimmt irgendwo. Da ist ein Knochen. Nicht, aber weiße Wolle. Auch nichts. Da. Da haben wir schwarze Wolle. Ich packe jetzt einfach mal von hier die Wolle ein. Und dann schauen wir mal, ob wir die brauchen oder nicht. Werkbank. Ob wir dann jetzt noch an die Straße weitermachen oder nicht, ist ja... ist mir egal. Hauptsache, wir haben das Zeug dabei. Und kriegen eben hier das Chaos ein wenig beseitigt. So. Jetzt habe ich immer noch nicht genug Knochen. Mensch, das gibt's doch nicht. Es wird dunkel. Ich muss doch irgendwo Knochen noch haben. Knochenmehl und Zeug. Ich hatte doch so viel davon. So, Samen und so haben wir auch genug. Nee, hier ist nichts mehr. Ja, muss ich gleich mal unten gucken. Also unten haben wir auf jeden Fall noch Knochen. Können wir dann auch gleich noch ein paar Monster hauen. Ja. Gucken wir mal. Hier könnten wir uns eigentlich auch mal einen Aufzug reinbauen. Das wäre mir fast das Liebste. Müssen wir auch mal schauen, eben, dass wir tatsächlich demnächst nochmal das machen, dass wir Kommandoblöcke und so hier unterbringen. So, gib mir Knochen. Ich brauche Knochen, Knochen, Knochen. Da war schon was. Und EPs können wir natürlich immer gebrauchen. Ne? Da war schon wieder eine Fledermaus zwischen. Level 28. Ach, eine Werkbank hatte ich hier, ne? Guck mal, da liegt das ganze Zeug rum, was ich nicht einsammeln kann jetzt gerade. Bogen. Bogen. Was habe ich jetzt ausgepackt, was ich hätte nicht auspacken wollen? Knochen wahrscheinlich. Okay. So, machen wir mal ein bisschen Knochenmehl. Nicht zu viel. Das war schon zu viel. Einer zu viel. So. Das packen wir aus. Sammeln wir noch ein.
Und dann wieder nach oben. Mehr Leben haben wir ja nun leider nicht. Noch nicht. Da müssen wir dann nochmal besorgen gehen wieder. Ich würde jetzt einfach erstmal ja alles ein bisschen abmessen und schauen, wie das dann am Ende aussieht. Wolle und so habe ich dabei, ja. Ich muss sagen, ich habe das Ding nicht vorgeplant. Also ich habe zwar ein Bild im Kopf, aber ich habe nicht vorgeplant. Ich weiß also überhaupt nicht, passt das jetzt da wirklich hin? Ist das alles so okay, was ich mir da denke? So, ich habe keine Ahnung. Das machen wir hier noch zu. Und dann kommen hier nämlich die Poller hin. So, okay. Wo wir die wahrscheinlich letztendlich hier weiter vorsetzen können. Ja, dann den Baumarkt. Hier soll eine Bäume hin. 1, 2, 3, 4, 5. Hier würde ich eine Hecke umzumachen und in der Mitte dann Bäume. Ja, dann passt das mit 5 ganz gut. Dann haben wir hier jetzt, ja, haben wir hier die Hecke. Und dann könnte man hier auch Hecke machen oder Mauer oder so hier vorne. Und dann hier Parkplatz. Hier Parkplatz. Wie viel? 1, 2. Das wäre jetzt eine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Das ist schwer jetzt so, das zu planen, ohne das tatsächlich genau abzustecken. Deswegen machen wir das jetzt mal so. Ah, hier ist das nächste Loch. Das machen wir jetzt einfach zu. Ich will jetzt gar nicht so mega viel Parkplatz hier machen. Eigentlich nur ein paar und dann da hinten raus ein paar Parkplätze mehr. Denn das Ding soll hier ja eigentlich groß werden. Hier könnte man ja... ja, die 2 würde ich lassen. Das ist dann so eine Art Behindertenparkplatz. Hier dann den Eingang und hier kann man hinterfahren zum anderen Parkplatz. So würde ich das jetzt eigentlich fast machen wollen. Oder? 2, 3, 4, 5, 6. Das ginge auch. Und dann noch ein Stück weiter nach hinten. Okay, ich messe das mal eben ab. Jetzt, ich muss mal eben schnell gucken. Waren das weiße 6 oder war das schwarze 6? 3, 4, 5, 6. Ja, das habe ich mir gedacht. Muss ich nämlich nur eins weiter. Hier die Mauer ist. Achso, nee. 6, das passt. Okay. Und dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre dann die Straße. 5 reicht ja eigentlich an Breite. Hätten wir hier 1, 2, 3. Und dann hier den weißen und hier... Ja, dann machen wir die 7 breit, die Straße hier. Das ist okay. Und hier dann Bürgersteig. 3 breit. Und dann das, den Baumarkt hier vorne vor. Ist natürlich mit dem Haus da jetzt nicht so toll, dass der direkt im Baumarkt ist. Oder dass der Baumarkt da direkt ist. Aber... ich denke, das machen wir so. Das ist ein bisschen wenig Platz, merke ich jetzt so. Dass hier doch nicht so viel Platz ist. Aber es soll auch kein mega riesiger Baumarkt werden. Also es soll ein kleines Ding sein. Ah, ist das ein Problem ein bisschen? Nee, ach was, das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Okay, gut. Dann würde ich jetzt einfach mal...
Ach, das ist echt eng hier. Ah, das ist viel enger wie geplant. Das ist doof. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich weiß nicht, ja. Ich würde sagen, ich überlege noch mal und wir machen dann im nächsten Part weiter. Also bis denn, ciao, ciao.